Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cooking Simulator. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, heute kommt kein Restaurantkritiker. Ich denke mal am nächsten Tag oder übernächsten, irgendwann auf jeden Fall. Und dann können wir unseren dritten begehrten Stern abkassieren. So, vorbereiten brauche ich eigentlich gerade nichts. Da ist eigentlich alles am Laufen, was auch laufen soll. Die mache ich mal an, die Suppe. Und ja, hoffe, dass das alles so läuft. Es geht schon wieder los mit den Kartoffeln hier, ey. Gut, ich bereite auf jeden Fall schon mal Kartoffeln vor. Und mit Wasser wirft er im Mülleimer, okay. Falsch rum. So, gut. Ich hoffe, es wird nicht allzu ein stressiger Tag. So, machen wir 2 Liter. Und 4 Kartoffeln. Ich muss ja alles halt doppelt rechnen, ne? Ist ja der Scheiß. So, 40. Mittlerweile kennen wir die Gerichte ja schon ganz gut, aber ich habe jetzt auch wieder 2 Tage nicht gespielt. Da kommt man dann wieder ein bisschen aus der Übung. Ne? Das ist halt wie ein echtes Leben. So, 4 Kartoffeln. 1, 2, 3, 4. Mehr lohnt sich einfach nicht. Ne? So, das müssten eigentlich richtig gute Kartoffeln sein. Das haben wir auch schon vorbereitet gehabt. Okay. Das ist ein bisschen angebrannt. Und die Kartoffeln und das... Ich werde sie wieder vergessen. Ich werde sie wieder vergessen. Ich habe noch 3... Für 2 Minuten 55. Sogar schon viel. Das Gazpacho. Oder wie das auch mal heißt. Das kalte Essen. Ich würde mir das ja gerne auf dem Dings werfen. Das ist es. Kukumba, Tomate, Red Bell Pepper, Garlic, Breed. Oh Gott. Kukumba, ich muss mir das aufschreiben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt im Pausenmodus automatisch sind. Also wir haben auf jeden Fall genug Punkte für den nächsten Stern. Kuku schreibe ich einfach nur. Tomate. 160. Das wäre geil, wenn man sich das immer aufschreibt. Ne? Da muss man nicht immer danach lesen. Red Bell Pepper. Red Bell 240. Ist, glaube ich, auch eine. Garlic eine. 10 und Brot. Briade. Einmal. Ich mache nämlich doppelte Ladung auf jeden Fall. So, dann habe ich das aufgeschrieben. Und dann müssen wir das nach den Gewürzen auch nochmal gucken. Shit. Genau, da habe ich nämlich letztes Mal auch gekocht und da habe ich es nicht richtig gemacht. Da habe ich doppelt genommen, aber dafür habe ich vergessen, doppelt zu würzen. Ja, es geht im Pausenmodus, ne? Eine Kukumba ist das, ne? 160, richtig. Eine Tomate, 2 Stück. Also 4. Muss ich noch Kukumba nehmen. So, uhuhu, mach keinen Scheiß, da Kukumba. Red Bell Pepper, 2 Stück. Garlic. Doppelte Ladung und ein ganzes Laib. Teures Brot. So, das ist schon mal fertig. Das Ganze müssen wir erst häckseln. Lass das mal ordentlich durchwalten. Olivenöl, das schreibe ich mir auch auf. Das hat ja sonst keinen Sinn. Olivenöl 15. ml, Milliliter, Vinegar, also wir müssen auch wieder doppelt rechnen, 15 ml, Salz, schreibe wirklich Salz, also Salz nicht hinschreiben, ne? 5 Gramm und schwarzer Pfeffer, Black Pepper, 5 Gramm und das ist eigentlich alles, ne? Garnisch mit, ja, das dürfen wir nicht vergessen, ich denke, das ist, Schnittlauch. So, das würzen wir jetzt. Eine Flasche Wein habe ich ja zerstört. Olivenöl. 30 darf ich jetzt da reinschütten. Machen wir die richtig hübsch, ne? Und das andere war, haben wir leider kaputt gemacht. Das war ja auf den Tisch gelandet. Liquids. Vinegar. Auch 30, ne? Ja. Oh, bin ich gut. Salz, 10 Gramm. Dann müsste aber langsam mal losgehen hier, ne? Was? Irgendwie stimmt die Uhrzeit hier nicht. Da kommt mir doch viel länger vor. Ist ja noch ein Back oder sowas, seht ihr das?
Wenn ich da nicht hingucke, geht die Zeit nicht oder was? Im schwarzer Pfeffer 10 Gramm, dann ist das hier fertig. So, das ist perfekt. Also, es muss perfekt sein. Ich mische nochmal. Einfach nur fürs Gefühl. Und dann haben wir die schon mal ready. Die kann dann schön serviert werden. Kürbissuppe habe ich auch noch. Sehr gut. Hauen wir den mal da raus. Okay. Es lüft. Lüft gut. So, da können wir jetzt skippen, ne? Weil sonst sollten wir jetzt hier viel zu lang. Was ist mit euch denn gewesen? Ihr seid aber nicht mehr heiß, ne? Da blinkt auch dieses Herzzeichen. Oh, der Zeit stimmt doch irgendwas nicht. Okay, los geht's. Action pop action. Koch-Action. Was ist die erste Bestellung? Die Kartoffeln. Perfekt, ne? Genau das, was wir vorbereitet haben. Witzig. Ah, ich sehe, wie unlogisch, weil da hinten die Gewürze sind. So, 300 Milliliter. Wow, das stimmt aber was nicht. So, lässt sich komisch einschütten. Wird ja auch kalt serviert. Viermal darf ich nicht vergessen. Schnittelauch. Oder sowas ähnliches. Ich bin gespannt, wie es dann schmeckt. Gazpacho. Genau, so hieß das Zeugs. Episch. Das sollte man leider auch falsch machen, tatsächlich. Ach, guckt euch die Punkte an. Wir machen umsonst Punkte. So, vielleicht kommt ja auch nie ein Restaurantkritiker in der Vision, die wir gerade spielen. Das kann ja auch sein. Eine Pfanne. 30 Milliliter Butter. So. Hier wird sogar heiß, sehr gut. Auch wenn es so krumm und schief ist. Das Ganze soll auf einen tiefen Teller serviert werden. 6 Stück. 3, 4, 5, 6. Salz, Pfeffer, 10 Gramm. Machst du diesmal vorher? Warum auch nicht, ne? Und eine doofe Zitrone dann, ne? Mehr nicht. Das war's. 50 Sekunden brutzeln. Das kommt mir so ruhig vor. Das kommt mir fast so ruhig vor. Das ist mein Messer. Hier haben wir die Kürbis geschnitten. Ich feiere nicht hier zu lange. Scheiße geschnitten. So. Wir brauchen aber lange heute. Kein Zeitgefühl. Perfekt geworden. Zitrönchen und dreimal das hier. Ich glaube, dreimal war richtig. Und damit haben wir dann eigentlich ein super Essen gemacht. Oh, dieses Kackessen da. Gut. Da irgendwas, weil das Salz da nicht so richtig rankommt, glaube ich. Ne? Das ist das Problem. Das Fleisch ist ja jetzt easy peasy. Das kriegen wir locker flockig hin. Das Gericht, das haben wir nämlich da. Wir haben auch die Kartoffeln noch. Nehmen wir mal einen Teller. Und der ist ja nebenbei gemacht. Oh, weiß ich gar nicht. Haben wir den noch vorbereitet? Jawohl, einer ist noch drin. Dampfen die? Nee, ne? Das wäre auch komisch. Oh. Ach, mit Teller. Guck mal hier. Scheiße, das schmeckt doch nicht mehr als Zeugs. Wie lange muss denn eine Kartoffel in der Mikrowelle, ist die Frage. Die nicht richtig funktioniert. Eine Kartoschka. Halt, wartet. Plan, Änderung. Liebevoll.
eine Mikrowelle fertig machen. Die garen da noch nach, sieht so aus, ne? Was kommt denn dazu? Rosmarinzweig, darf ich nicht vergessen. Dann der Fisch, ich glaube, es wird nichts sein in der Mikrowelle. Ganz blödes Gefühl. Ich weiß nicht, ob es kalt ist. Stopp, ich habe ein ganz blödes Gefühl bei dem Essen. Das gart auf jeden Fall nach. Wo ist jetzt die andere Kartoffel hingeflogen? Hallo, Kartoffel. Die ist irgendwo in der Mikrowelle jetzt, das ist ja witzig. Ach, du kriegst halt nur eine scheiß Kartoffel dabei. Soll aber nicht so sein. Es gibt ein Reefer und... Aber so viel Fleisch. Nein, halb zufrieden, weil ein Stück gefehlt hat. Null Punkte. Ach ja, komm hier. Okidoki. Also die Mikrowelle gart natürlich dann auch noch nach. Das ist natürlich der Scheiß. Sehr geil. Das kriege ich locker hin. Aber das ist ja doof, wenn so Kartoffeln verbackt, ne? In den Kommentaren gelesen, da wollte wieder einer wissen, wo man das Spiel kaufen kann. Es ist noch nicht zum Verkauf frei. Ihr seht ja auch, wie viele Fehler das noch beinhaltet. Dementsprechend, ich glaube, der Entwickler will das wirklich perfekt rausbringen. Und deswegen müssen wir da halt ein bisschen Geduld haben. Wir können uns halt nur schon mal ein bisschen amüsieren hier, während so ein paar Folgen. Gucken eh wenig. Manche schreiben sogar, dass das ein sinnloses Spiel aller Zeiten ist, was ich aber nicht finde. Ich finde es ein sehr attraktives Spiel, was echt Spaß macht. Also ist sehr herausfordernd. So, was sagt er zu dem Fisch? Der ist zufrieden gewesen. Ich bin mir nicht so sicher wegen der Temperatur manchmal, ne? So, wir verdienen und verdienen und verdienen. Wir werden hier stinkereich, wenn es so weitergeht. So. Kannst du haben. Wer auch immer das will. Boah, wird tricky. Ah. Die war ja sehr gut. Boah. Wir haben ja wirklich viel vom allen jetzt, ne? Also es läuft ja wirklich richtig gut gerade. Ich habe ja gut gelernt. Mal gucken, wie wir den Tag hier überstehen. Alles gut. Der hat 20 Dollar bezahlt für eine Tomatensuppe. Können wir mal so aus dem Ärmel schütteln. Dann noch eine Borsch. Ach, wieder so ein Yelper. Boah, scheiße. Was? Ich hab verschüttet jetzt, aber richtig dämlich. Ich habe ganz vorsichtig gemacht. Was ist hier drin? Ja, hier wieder. Nein, wenn das der Yelper kriegt, dann habe ich ein Problem. Was soll das? Ach, Chris hat mehr, was soll's, ey, scheiß drauf, zu verwirrende Kacke. Haben wir es mehr super als vorher? Das meckern nicht immer zu viel. Das finde ich auch mal geil, wenn Menschen sich beschweren, weil sie zu viel essen gehen. So. Kleinen Abstrich in der Note. Wahrscheinlich, weil die Suppen jetzt schon so alt sind, ne? Ach, ich will da so ein Kackfisch. Ich glaube, das war bestellt, ne, ja. So. Grobmotorisch bin ich heute irgendwie. Hau rauf. Zack. Kommt ja auch nichts drauf. Voll Suppen hier, ey. Ohne Ende. War die überhaupt heiß? Ach, war gut. Für den Yelper. Was soll das denn jetzt hier oben? Nicht genug Kürbis. The food was the bad was not the bad. Just wait for the Yelper to review us. Ich weiß nicht, wie das funktionieren hier soll. Der Fisch, da kommt der, den haben wir schon vorbereitet, sehr schön. Kartoffeln sind auch safe, aber nicht schön geworden. Nehme ich mal einen Teller. Oh, ich hab keinen Fisch mehr, oder? Doch, ja klar. Den ist das auch ziemlich egal, ob die kalt sind. Das finde ich ein bisschen gruselig. Da gibt es einen ganz kleinen Abstrich in der Note. Aber das Spiel... Ja, ich glaube, der Entwickler hat sich das selber sehr schwer gemacht hier. Das muss ja richtig flockig funktionieren, sonst, ihr kennt ja die Community, die zerlegen ja einen dann, ne? Zamp! Zamp!
Also extrem beschissen geschnitten. Wir sind heute mal nicht so kritisch mit uns selber, ne? 1, 2, 7. Ready. Ihr seht es, er war hoffentlich ausreichend zufrieden. Es gab auch Trinkgeld, dann ist eigentlich... Nö, kein Refund. Was soll das? Warum soll ich das denn refunden, wenn er dafür sogar Trinkgeld gibt? Was haben wir jetzt? Den Fisch. Und dann kommen wir mal den Schrimps. Boah, das ist ja... Wir haben ja erstmal 1 Uhr, verdammt. Ich bin sehr unzufrieden mit diesem Gericht und ich hoffe, der Kunde freut sich so ein bisschen. Wir hauen ja hier ein Essen nach dem anderen raus. Ja, aber da wird wieder Refund haben, ne? Er ist eigentlich maxim... Da fehlt ein bisschen nur. Sehe ich nicht ein. Da bin ich ein Arschloch. Ne? Also, wie kann man denn so gut wie zufrieden sein, außer einen Stern? Und sich dann noch beschweren? Und sagen, ich will halt nicht bezahlen, weil... Wirklich Menschen, ne? Das andere jetzt. Ich hab schon. Da, die Schrimps, die waren zuerst, ne? Die sind auch super easy. Also ich finde die echt gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann kommen 10 Gramm Salz, 10 Gramm Pfeffer dran. Und dann ist die Sache hier schon geritzt. Oh, guck mal hier, Turbogang. Teller her da. Ein bisschen schief hier, ne? Hä? Funktioniert nicht, Leute. Ah, sehr gut. Gut, Zitrone. Schütteln. Man muss halt auch nie sauber machen. Oh, was ist da hin? Ach, okay. Ist ja im Boden verschwunden. Der Fisch, der will gleich Dill. Schwarzer Pfeffer und Thymian. Warum steht das jetzt hier hin? Das später. Haben wir das eine Essen schon mal raus, dann ist die Sache ja geritzt, ne? So. Ja, mit den Gewürzen, das ist ja wieder noch ein Fehler. Das, ich müsste ja eigentlich rein technisch jeden einzelnen würzen. Das geht ja nicht. Das sind immer Abzüge in der Note. Aber dafür auch einen zufriedenen Gast, trotzdem. Okay, Fisch. Das hat hier 5 Gramm, ne, war das. Okay, super, die kann in der Warteschlange bleiben. Ruckeln, ne? Super ätzend. Nur bei dem Gewürz. Ich versuche mal, die nicht diesmal anbrennen zu lassen. Wir müssen nur den Tag überleben hier in der Küche. Oh, da war ich zu gut am Schütteln. Da habe ich mal einen geschüttelt hier. Ja, ja, alles gut. Die Gewürze kenne ich sogar schon. Also ich kriege das schon hin, kann mir die Kacke merken. Muss nur schneller gehen. Viel schneller. Angeschmissener Teil. Kürbissuppe. Wow, perfekt. Er wird sich beschweren, dass er 2 Milliliter zu viel hat, der Kunde. Verklicken. Ne? Das sieht nämlich überhaupt nicht so schön aus.
Plate returned? Was bedeutet das? Also die Flasche, den Teller zurückbekommen? Dafür kriege ich Kohle? Fisch, Fisch! Da war noch was. Ein Messer. Oh, wir haben noch lange kein Gericht mehr dazu gelernt. Ich bin mal gespannt, ob wir in den nächsten Tagen wieder ein neues Gericht dazu kriegen. Was riecht hier? Es gibt nur noch schwere Gerichte. Es gibt keine guten mehr. Nur noch Scheißgerichte. Wo man richtig ackern muss, wenn er kochen muss. Okay, erstmal diese Suppe raushauen. Was war das für eine? Tomatensuppe. Stress, Stress, Stress. Habe ich noch 1,1 Liter. Geil. Hurry up, ja, scheiße, ne? Also, heute ist aber echt ein angenehmer Arbeitstag. Im Fisch haben wir jetzt ein bisschen Verspätung. Zwei. Er war relativ zufrieden. Ich habe schon geschnitten. Schade. Ah, fast viel. Komm, 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 Fisch, komm, komm, komm. Ach, gib mir die auf Kekskunde. Also der eine ist garer als der andere. Das verstehe ich ja auch nicht. Wir müssen doch gleich gar sein. Tick, 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 gleich kommt's. Ba, 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 ba. Komm, machen wir den Fischleif für dich. Eine Sekunde zu spät. Oh nein, ich hab was vergessen. Er hasst mich, der Kunde. Oh, dieses Kackessen, ne? Das hasse ich wie die Pest. So, ganz entspannt bleiben, Tim. Das war echt ein bisschen zu. 18 Sekunden. Was? 18 Sekunden musst du länger warten. Das gleiche hier. Das ist ein mega Abzug in der Note, ja? Für 18 Sekunden. Die waren fast fertig. Jetzt muss ich dieses Essen hier. Ich weiß nicht, wie viel wir noch haben. 500 noch Milliliter. Wir brauchen noch zweimal, haben wir es noch da. Perfekt. Wow, man, heute ruckelt es aber auch stark. 250 Milliliter von dem Mist. Und das Essen mag ich gar nicht. Da, es ist wieder der Fehler. Nicht nur, dass das Essen scheiße ist. Es ist angeblich nicht... Wow. Ich verstehe das ganze Essen hier nicht gerade. Das ist verrückt. Ich geb's raus, so wie es ist. Ist klar, aber ich verstehe es nicht. Na doch, we found. Nicht genug, nicht genug. Zu viel? Das rallt man doch gar nicht. Nicht erwartete eine Zwiebel. Verkocht wahrscheinlich. Bevor, dass ich es überhaupt rausgebe, das Essen. Hä? Der Fisch ist ready. Genau. Ich würde sagen, wir haben sehr voll hier. Mein Restaurant. Also das, ich gebe es so raus, wie es ist. Ich versuche es nächstes Mal besser zu machen, aber es ist echt nicht einfach. Das ist scheiße Essen. Wir haben verdammt geil vorbereitet, aber für morgen gar nicht. Ich will nur meinen dritten Stern haben. Der Fisch ist wieder weg. Knapp, knapp, knabbeli, knapp. Der Fisch ist noch da. Scheiße, jetzt wird's aber hektisch. Ich bin aber kacke hektisch gerade. Ich muss die Fresse halten. Der ist noch da, ja? In der Bestellung.
Kack Zwiebel schneiden, ne? Das könnte man auch mal vorbereiten, so 30 Zwiebeln. Zwiebeln da schon. Zitronen. Gib mir mal Mühe. Geil, oder? Mal ordentlich serviert. Hä? Oh, Fehler im Spiel, ey. Jetzt muss ich was auswählen? Nein. Stimmt doch was nicht. Der ist doch da. Okay. Wieder ein neuer Fehler. Schade. Ihr seht, der Entwickler hat noch zu tun. Der hat noch richtig zu tun. So, Kartoffeln haben wir fertig. Suppe. Boah, das ist die ganze Kohle verdient heute. So eine normale Tomatensuppe, jawohl. Noch drei, zwei Suppen haben wir noch. Aber die ist ja leicht gemacht. So. Noch halbwegs appetitlich. Eine gelungene Suppe, ey. Geil. Ich will gar kein Minus mehr machen in dem Sinne. Eigentlich geht's so gut. Das ist einfach. Da muss ich nur ein Backblech haben. Zwei Kartoffeln. Machen wir direkt mal vier. Muss ich den Fisch austauschen. Ne? Ja, auf den essen. Muss alles nutzen, was man so hat, ne? Natürlich die Töpfe. Langsam wird es mir zu buggy hier. Irgendwas noch Wichtiges vorbereiten? Ja, der Fische ist es da in unendlichen Warteschlange. Da fahren wir echt 7 Minuten 6, 35, 34. Krass. Ja, der ist verbuggt, ne? Der ist aber nur auf dem Monitor verbuggt. Seltsam. Oder ist der Monitor kaputt? Na. Zeige dich. Du elender Fisch. Boah, was war das denn? Du, Depp, ich hab... Maus hat gedrückt. Ich wollte gucken, bei Steuerung. Ein bisschen so rumexperimentieren. Komm nicht an dem doofen Scheiß. Kartoffelding dran. Ups. Die lag gar nicht auf dem Boden. Liebevoll serviert. Essbar ist es allemal. Zapp. Abzug und dafür wollte er dann wahrscheinlich ein Refound, ne? Ja, guck mal, das ist doch affig. Wenn das die Hälfte wäre, würde ich das verstehen. Aber. Ah, so. Fleisch zweimal. Ich weiß nicht, ist das heiß? Das ist niemals heiß, ne? Und zwei Kartoschkas. Das war wieder ein mega Leck. Sind gut geworden. Das habe ich glaube ich letztes Mal vergessen, aber das war eh ein Chaos hoch 3. Aber das müsste wahrscheinlich schmecken. Heiße Kartoffeln machen das schon warm, das Essen. Seht ihr? Das war in Ordnung. Die Zubereitung ist die Katastrophe davon, aber das war völlig in Ordnung. Was haben wir jetzt noch? Hier, Gazpacho. Ich glaube, der Monitor ist kaputt. Das ist das Problem. Ach, guck mal. Ha! Resettet haben wir's. Ich sag mal, Gazpacho, ist das überhaupt richtig? Ich glaube nicht, ne? Was haben wir da denn? Hä? Achso, ja genau, hier hinten geschert. Dummerweise eigentlich.
einmal drinne. Die mache ich gerne. Das ist schöne Arbeit. 1, 2, 3, 4. Ach, wie lange geht denn der Tag noch, ey? Geniale Suppe, Alter. Geniale Suppe. Eine epische Suppe, kann man fast sagen. Hier, gibt was? Zu viel Tomate? Das sind alles Fehler, mit Sicherheit. Ich habe das perfekte Rezept auch gemacht. Boah, wie der Herd schon aussieht, ey. So, das nächste. Brauchen wir nochmal 4 Kartoffeln. Die ich wieder vergessen kann. Ich müsste das Wasser mit Sicherheit austauschen. Ja, wir werden heiß. Was haben wir denn jetzt hier alles? Borsch. So, langsam wird es aber knapp hier mit meinem Essen. Ist so heiß, witzig. Boah, noch höher kannst du nicht halten, oder? Muss nicht wundern, wenn wir die Hälfte verschütten. So, eins nach dem anderen hier, meine Lieben. Ach, ich muss den Chats Fisch anbraten. Sehr lecker. Boah, verdiene ich heute Kohle, ey. Was geht ab? Ich habe mal 2000 Penunsen. Okay, Tomatensuppe. Ich hoffe, ich muss keine machen jetzt. Das ist auch ein easy Gericht mittlerweile. Das haben wir so oft gemacht. Teller da zerscheppern. So, was war mal der Dev? Ist er wieder fail? Eine Tomatensuppe. Tomatschko. Komm her. Das dürfte die letzte sein. Dann müssen wir auch Tomatensuppe wieder neu machen. Stimmt denn alles. So viel kann der ja nicht schaffen. In der ersten Version konnte man gar keine Essen wegbringen. Die hat man teilweise nur verschüttet. Das hat er auch rausgepatcht. Eine extra Portion dazugekriegt. Großzügiger Mensch. So, du bist doch falsch. Anzeigefehler, Kacke. Nochmal Shrimpies, das ist kein Problem. Das ist ja wirklich super schnell gemacht. Die machen wir, während wir die andere Hälfte braten. Nein. So. Tiefer Teller. Kartoffeln vergessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kacke, Alter. Ich hab das erste Mal endlich wieder perfekte Kartoffeln. 15 Gramm Salz, 10 Gramm Pfeffer. Voll viel, finde ich das. Ich würde jetzt denn eine einzige eigentlich nur, ne? Das ist das Lustige daran. Egal wie ich es mache. Ich hab nicht die Kartoffeln vergessen. Scheiße, kommst du keine Kartoffel dran, ne? Da. Kommt da nicht dran. Das müsste perfekt sein. Warum? Jetzt bin ich selber neugierig. Nicht genug Salz? Hä? Alter, die waren perfekt. Was für ein Arsch. Na gut, die Kritik muss man sich ernst, muss man ja ernst nehmen. Das ist halt, die ist, ach, ich hab's ja wieder angemacht. Ich Depp. Da hast du aber endlich richtige Kartoffeln gemacht und was machst du? Scheiße. Schrimps waren das, genau. Gewürzt sind sie. Auf einem krummen Herd hier drauf. Die Schrimpsies.
Das schön geworden, oder? Rein in die Scheibe. So. Die werden hübsch. Hinterher Topf da hinten. So. Das Braten nicht mehr so mega laut wäre. So, das könnte das letzte Essen gewesen sein. Was, Alter, das war doch gut. Aber das ist dieses Salzproblem und Pfefferproblem, ne? Hier. Too much. Weil auf eine wahrscheinlich alles war. This was the last order for today. When you are don't prepared, tell it for tomorrow. Okay, Tomatensuppe können wir vorbereiten. Das hier will ich nicht machen. Will ich einfach nicht machen. Das haben wir. Kartoffeln. Also wie gesagt, eine Tomatensuppe wäre es noch ganz in Ordnung. 9-mal Tomate. Eine Zwiebel. Das Ganze wird verrührt. Doppelte Ladung haben wir ja gelernt, geht nicht. 12 Gramm Pfeffer, dafür ist der Topf zu klein. 12 Gramm ist angekommen. So. Von Salt und Cheyenne Pfeffer 6 Gramm. Angekommen. Das Ganze kochen. Creme fraîche, fertig. Auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Mann, fall doch nicht immer auf den Boden. So, die kochtelt. Der Herd, der muss aber trotzdem repariert werden. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Wir haben noch 3 Minuten. Billigtypen. 6 Dollar. Also dauert es auch ewig und 3 Tage. Boah, Kochen. So. 2 Portionen davon haben wir noch. Das ist auch gut. Vielleicht für den nächsten Tag ausreichend. So, der Herd, der wird heile gemacht. Ich bin mal überlegen, was wir vorbereiten. Zitronen vorbereiten ist ja eigentlich Schwachsinn, ne? Geht ja so schnell. Das geht ja so schnell. Aber den Tag haben wir gut überstanden, ey. Auch wenn Kackessen wieder dabei war. Die machen wir noch ready. Was habe ich hier noch drin? 300? 600 insgesamt. Sehr schön. So. Lecker schmecker Suppe. Lecker schmecker Suppe. 1 Minute, 2 Minuten. Die Zeit läuft nicht richtig, glaube ich. Das ist auch ein Bug. Cooking Bucking Simulator. 150 Milliliter noch rein. So, vorbereitet. Dann sage ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.